Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Und mit dieser Episode ist diese Staffel offiziell die längste Factorio-Staffel, die wir jemals gemacht haben. Außer ich habe irgendwas übersehen. So, beim letzten Mal haben wir hier die Low-Density-Structures aufgebaut, das läuft. Ich habe hier noch ein... Wir buffern hier noch ein bisschen was, damit die, damit dann erstmal ein bisschen weitergearbeitet werden kann, weil wir haben hier nicht so wirklich... Hier unten noch nicht so wirklich ein Buffer. Okay, das Rocket Silo, das braucht noch so ein bisschen. Ich denke, in der Zwischenzeit kümmern wir uns einfach um die anderen Sachen, die wir noch brauchen. Wir brauchen hier noch die Steel Bulkheads, die müssen wir so aufsetzen. Das kommt noch. Und Refined Concrete, den will ich mal angucken. Wenn ich den tippen kann, Refined Concrete. Sei nicht so eine Hexerei, oder? Ist eigentlich nicht so eine Hexerei. Und wir brauchen das, glaube ich, auch nur hierfür. Okay, das heißt, das können wir mehr oder weniger... Haben wir das... Ich meine, ich hätte da schon mal irgendwas gemacht. Aber ich kann mich auch täuschen. Irgendwo, wo wir Schwefel haben, müsste das ja sein. Hier. Tatsächlich. Mann, bin ich gut, ey. Wir können hier nochmal... Machen wir doch hier ein Refined Concrete-Dingens hin. Damit ich es später auch wieder finde. Okay, das ging schnell. Das heißt, jetzt fehlen die Steel Bulkheads und die Rocket Control Units noch. Schauen wir uns mal kurz die Bulkheads an. Schauen wir uns einfach mal kurz die Bulkheads an. Okay, das ist easy. Die Bulkheads sind easy. Was mit den Control Units? Ist eigentlich auch nicht die Welt. Es ist viele Sensoren brauchen wir. Wir haben Sensoren auf dem Bus, aber ich glaube, die Produktion reicht nicht aus, oder? Lass uns mal kurz schauen. Wir haben doch hier so ein Dingens. Rocket Control Units. Wie lange brauchst du, um so ein Ding herzustellen? 8 Sekunden. Okay, das ist das FNEI. Hier ist, das sind 2,66 Sekunden für ein Dingens braucht das Ding. Das sind verdammt viele Sensoren. Wie viele Sensoren stellen wir hier? Hier, das sind die Laser Assembly Machines. Sensoren, okay, 4 pro Sekunde. Wir stellen 4 Sensoren pro Sekunde her. Rocket Control Units. Machen wir mal 4 pro Sekunde. Braucht er 32 pro Sekunde. Das heißt, wir bräuchten... Ein pro Sekunde bräuchten wir 8. Sensoren. Die sind halt relativ doof. Beziehungsweise einfach aufwendig herzustellen. Man könnte das hier wahrscheinlich nochmal duplizieren. Gehen wir mal kurz an den Ort des Geschehens. Was machst du, Bot? Du fliegst einfach dumm darum. Wie viele Bots haben wir eigentlich? 2000 Logistik und 4000 Construction Bots. Was ist hier das Problem? Wir haben zu wenig... Wow, okay. Deswegen lahmt die Forschung gerade so. Es kommt zu wenig Reinforced Iron Plates rein.
Okay, dann müssen wir uns erstmal darum kümmern, weil sonst dauert das Rocket Silo. Das ist zu lange. So, wo werden die Reinforced Iron Dinger hergestellt? Hier nicht. Verflucht. Hier, da drüben. Hier. Das Problem ist hier was genau? Es kommt zu wenig Eisen rein. Ich verstehe. Warum? Weil das einfach zu langsamer Belt ist, zumindest. Und dann müssen wir definitiv das Ding hier rot machen. Und stockt das da weiterhin. Machen wir das hier auch noch rot? Gut, und jetzt stockt es, weil... Also wenn wir hier nochmal so ein Ding reinmachen, stockt das jetzt weniger. Und hier. Wir haben jetzt hier sehr unterschiedliche Inputs. So, bitte, wo waren wir? Hier waren wir. Okay, das hier muss auf jeden Fall ein roter Belt sein. So viel steht fest. Also machen wir das auch. Alles rot. Das auch. Und hier müsste das okay sein. Dann können die zumindest hoffentlich wieder voll durchproduzieren. Geht. Weil... Warum will der da nicht? Ich weiß nicht, warum der rote Dings da nicht aus. Ach, weil das auch noch da weitergeht. Das müsste jetzt aber auf jeden Fall ausreichen für einen roten Belt. So, wir werden gleich sehen. Ich hoffe, die Produktion generell reicht aus, damit wir hier vorwärts machen können. Wir arbeiten nur knapp die Hälfte. Selbst das nicht super zuverlässig. Okay, sehr schön. Hier wird auf jeden Fall jetzt ordentlich gearbeitet. Viel schneller geht das jetzt nicht mehr. Es ist kein voller gelber Belt. Leider. Naja, gucken wir mal kurz bei den. Müssen wir das nochmal erhöhen? Ist ja schon ein bisschen übel. Schauen wir mal kurz hier nach. Wie viel braucht ihr? 12. Okay, ja, das ist eine Menge. Ich verstehe, dass das ein Problem ist, wenn ihr 12 pro Sekunde. 12 alle 5 braucht, sind ja, sind fast 3 pro Sekunde. Das ist saumäßig, sind saumäßig viele Reinforced Iron Plates.
Können wir, wir haben ja hier nochmal ein Eisenbelt da reinkommen. Können wir vielleicht hier irgendwie noch was reindrücken? Was ist mit euch los? Iron Plate? Hä? Wir brauchen für das Rocket Silo zum Glück keine von denen, aber das hilft die laufen nicht mehr. What? Das wird alles noch gebraucht? Es wird einfach nur zusätzlich noch Iron Plates gebraucht? Ich meine, das geht. Das geht schon. Es ist nur ein bisschen doof. So. Dann würde ich sagen, packen wir hier jeweils einen roten dazwischen. Und hier einen gelben. Das ist jetzt zwar nicht voll. Die produzieren jetzt zwar nicht voll, aber besser als nichts, oder? So, das wäre mal das. Können wir jetzt hier irgendwas tun, dass das hier ein bisschen effizienter läuft? What is... Wir haben keine grünen Circuits mehr? Da ist auch schon wieder irgendwas faul. Also wurden echt beim Update ein paar Rezepte krass umgeändert. Was natürlich doof ist. Müssen wir da mal gucken, warum das da nicht läuft. Ich hoffe, es ist etwas Triviales. So, ihr läuft nicht, weil... Ihr läuft nicht, weil ihr kein Glas habt. Ne, wir haben einfach kein Glas. Weil... Weil das Glasrezept geändert wurde? Tin Ingots. Die brauchen Tin Ingots jetzt noch? 6 und 3. Und vorhin war... Ach Gott, ey. Das ist doch... Das läuft alles nicht mehr. Ach, das ist scheiße. Das ist scheiße. Jetzt müssen wir hier Tin Ingots noch dazwischen quetschen, irgendwie. Du grüne Neune. Die sind auch schon fast alle aus. Okay, ja, naja, das Glas müssen wir jetzt fixen. Hilft's nichts. Ah, und hier drüben brauchen wir wahrscheinlich ganz schön viel Glas. Brauchen wir hier immer noch? Das braucht immer noch Tin Ore. Warum müssen wir dann hier nochmal Tinning jetzt reinschmeißen? Das macht doch keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Ah. Okay. Hilft wohl nichts. Advanced Ore Crusher. Machen wir das hier erstmal aus. Das ist jetzt dumm. Tut mir leid. Das ist nicht etwas, was ich in diesem Stadium des Spiels machen möchte. Aber es... Ich habe dieses Update gemacht und jetzt ist das ein bisschen scheiße.
So, das wäre mal das. Dann Strom. Zack. Läuft. Bisschen Licht noch. So, das wäre mal das gecrushte Zinn. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch, brauchen wir irgendwie nur noch sinnvoll eine Ingot-Produktion. Heißt, wir haben noch unsere tollen Schmelzarrays. Also wenn wir da einfach so eins dazwischen pappen. Für Zinn. Ist das der richtige Ort dafür? Aber das hier müssen wir dann auch ein bisschen schlacken, aber naja, packen wir das mal so hier. Ach, Gott, ey, nein, da haben wir noch falsche. Pa ne, wir haben keine falschen Powerpoles. Die sind einfach scheiße. Weg damit. Das stimmt schon so. Dann machen wir das so. Ich brauche gelbe Belts. Da haben sie einfach das Rezept für das Glas geändert. Ich drehe durch. Glücklicherweise geht das einigermaßen hier. So, das ist für die Ingots. Du machst bitte 10 aus dem. So, können wir bitte die Powerpoles anliefern? Dankeschön. So, okay, dann würde ich sagen, bringen wir das 1, 2, bringen wir das hier rein. Und wir müssen auch das. Ach Gott. Nee, das gefällt mir nicht. So. Das hier durch. Das wäre mal 10 in der Richtung. Dann. Das hier unten durch. So. Das hier. Und dann machen wir das so. Müsste laufen, oder? Ich weiß nicht, ob der. Eventuell müssen wir den Belt dann schneller machen, aber das ist jetzt echt das kleinste unserer Probleme. Das sollte locker gehen. Stopp, Moment mal. Glas. Ah, ich glaube, da wurde gerade ein bisschen was an Zinn geliefert. So, nimm das da. Du legst das raus. So. Das wäre mal das. Teil 1 erledigt. Jetzt kommt Teil 2 und der wird ein bisschen trickier. Der wird ein bisschen trickier. Wir machen jetzt hier. Wir machen das jetzt einfach so einfach, wie es geht. Das ist noch weiter.
Glas wäre hier, okay. Der geht außen rum. Heißt eigentlich so viel wie der muss weg. Das muss so. Das wäre das. Dann den Ultrabelt. Ultrabelt ist gut. Und gut ist gut. So. Der muss so sein. So. Dann müssen wir das hier kurz clearen. Das wäre das. Das wäre das. Dann haben wir hier noch Zinnerz. Das wäre das. So, hier kommt nicht genug Zinnerz rein. Müssen wir das auch noch fixen? Ich weiß nicht genau, wie schnell das alles sein muss. Haben wir hier unten noch eine Glasproduktion? Ich glaube nicht, oder? Ne. Das ist ein bisschen zu langsam. Zum Glück haben wir hier noch ein super großes Zinnfeld. Ich meine, grundsätzlich finde ich den Change eigentlich nicht schlecht, weil Zinn haben wir jetzt eigentlich praktisch gar nicht mehr verbraucht. Und es macht jetzt durchaus Sinn, dass wir hier ein bisschen mehr Zinn verbrauchen. Ich glaube, der Hintergrund war, dass man braucht. Für die Bleiproduktion braucht man Zinn und da man fast keinen Zinn verbraucht, ja, ist das ein bisschen wahrscheinlich doof gewesen. Reißen wir es nochmal ab. Von der Seite. So. Das wäre das. Voller roter Belt. Voller roter Belt, dann Strom. Und Licht. So. Läuft. Der ist rot, der ist gelb. Das ist falsch. Oh, das ist alles rot hier. Also ich verstehe die Änderung. Ich denke auch, dass es waren gute Änderungen, die Entwickler hier gemacht haben. Also die Entwickler von den Mods. So, das hier müsste auch nochmal so sein. Und das sollte jetzt eigentlich passen, meiner Meinung nach. Was hier, das hier müsste eventuell rot werden. Der wird rot und ich denke, der hier ist beanspruchter. Das heißt, wir machen das so. Dann der rot und dann haben wir es. So, du nimmst das und du nimmst das. Und dann habe ich hier noch ein kleines Problemchen. Bin nicht ganz sicher, warum das so ist. Ja, zumindest scheint sich das hier ordentlich zu stauen. Und die arbeiten alle. Wie sieht es mit unserer Produktion aus? Das wäre hier. Das nur ein gelber Belt. Ah, da haben wir immer noch zu wenig Zinn. Zu wenig Glas.
Wie wäre es, wenn wir das Ding hier rot machen? Neue Belts. Tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen eine verlorene Episode. Aber das Ding mussten wir fixen. Wir müssen auch die Forschung fixen. So, dann hier. Gott, ich hasse es, wenn das passiert. Das passiert mir ständig, das ist das Problem. So, das heißt, hier brauchen wir. Ach, machen wir einen blauen hin hier. So. Das wird auf jeden Fall ein roter Belt, voller roter Belt sein. Die Frage ist, ob die Produktion jetzt hier nachkommt. Kommt sie natürlich nicht, weil das hier ein gelber Belt ist. Jetzt vielleicht? Wahrscheinlich schon. Wir müssen mal gucken. So, reicht das jetzt hier? Läuft das wieder? Es dauert noch ein bisschen, bis sich das komplett erholt hat, glaube ich. Das ist definitiv schon mal ein Fortschritt. So. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal, ja, gucken wir weiter, was wir noch fixen müssen. Und machen dann hoffentlich ein bisschen Progress. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.